Herzlich willkommen zur weiteren Folge auf der Karte Ingo und Thüringen 2. Wir fahren jetzt auf Feld Nummer 48, wo die Gerste fast erledigt ist. Da werden wir das Gras noch sehen. In der Hoffnung, dass wir noch Gras im Herbst ernten können. Klappt dies nicht, was durchaus passieren könnte. Dann werden wir im Frühjahr aussehen, am zweiten Tag entsprechend ernten. Macht der jetzt da? Rätsel. Ups. Fallen wir nicht um. Hier mal gleich mal nachschauen. Reicht doch. Das machen wir gleich auf Null. Noch Modus von zwei Fahrzeugen oder vier sogar. Ist jetzt auch wieder voll. Ja, wie gesagt, Stress. Und der hat auch Probleme. Was genau welche Probleme, das weiß ich auch nicht. Da ist aber der Originaldrescher, ne? Da ist mir ein Rätsel. Wieso springt er so? Nachricht. Machen wir gleich leer. Ach, da auch das weiße Waren, na ja, gut, okay. Da wollen wir dann schauen, ob das alles rechts läuft auf 460. So, dann wollen wir gleich die Straße fahren. Da fährt ja nichts. Nicht an dem Ende. Oder? Dann fahren wir um den Acker. Gibt es keine Bauern, die sind nicht aktiv. So, gleich rüberfahren zum nächsten Drescher. Und dann ist das Feld frei für die nächste Aussaat. Gras. Aha. Lange Zeit zum Don Upload. Hier müssen wir ein bisschen drehen. In die andere Richtung fahren gleich. Ah, hier ist so blöd, da fährt er wieder los. Muss wieder warten. Und zwar weg. Das hat er doch. Du kannst das wohl ausgefahren lassen, bin da. Geht zum Glück ganz schnell. Und dann fahren wir gleich zurück, ein Stückchen. Und dann können wir ihn stehen lassen. Jo. Gut. So richtig ein Fahrzeug rüber zwitschen.
Das ist nicht gut. Aber hier machen wir gleich fertig. Da haben die noch glattweg was stehen lassen. Mamo 48. Das ist 49. Ja, gut. 48 wäre eine Katastrophe. Kurze Kontrolle. Ah, kennt sich aus. Jups, klappt. So muss es sein. Brauche noch einen Drescher, der das mit Weizen. Ja, Gerste, Entschuldigung. Wieso hat er außen nicht gemacht? Das sollte normalerweise außen gemacht werden. Das werden wir gleich mal dashen, sonst kommt ja die Meldung später und nächstes Mal, wie viel Kalk. Mist. Ja, wenn man kurz vielleicht nicht fertig macht, ist so blöd. Hätte ich die Folgen gleich mitziehen müssen. Dann 1, 3, 4. Praktisch 5 Folgen normalerweise. Ja, 4, 3. Ja, zieh durch. Will nicht. Widerstand. Jetzt aber. Ja, 10.000. Ja. Das Ding hat gerade entzogen, wie es aussieht. Der lässt das Mais auch stehen. Also manuell mal mit Flügen entfernen. Ja, mit Laufen irgendwie mit dem Finger irgendwie. Wieso geht er nicht außen bei? Die Ecken müssen so nacharbeiten, dass ich versuchen kann. Dann müssen wir mit der Kurs fahren. Aber dann passt das. Ah, das war schon die erste Runde gewesen. Aber das kann täuschen. Gut, das fährt er normal. Der fährt auch. Ganz okay. Der ist auch praktisch voll. Und der ist auch so gut wie voll. Ja, haben wir ein Fahrzeug und trotzdem Stress, ne? Ha ha ha.
So, ich bin ja gespannt, wenn das Gras wieder klappt. Das ist ein bisschen, na, Risiko ist das Grenz, aber. Aber da, wo jetzt Raps ist, da werde ich Dings auch sehen. Quatsch, Sonnenblume, ich Raps auch sehen. Eine typische Frucht, wenn man im Herbst aussieht, normalerweise. Haben Raps geerntet ungefähr. Fast, also 180.000 bestimmt. Das ist schon nicht schlecht. Werden wir im Winter verkaufen. Wenn nicht vorher die neue Karte kommt, dann kommen wir, verkaufen wir noch vorher. Mit Silo. Naja, oder auch nicht, mal sehen. Der erste Hänger ist voll. Ach so, ja, war klar, weil die erste Runde so weit gefahren ist, hatte ich jetzt nur die Hälfte. Das ist ein Cheat. Der ist zu hoch. Das ist der größte Drache, den wir haben. Scheiß. Jetzt wird den Punkt nicht. Muss hier von Raps holen. Gelände zu hoch, ist ungünstig. Könnte sein, dass der Drescher zu tief ist. Dass es das Gelände so ungünstig ist, dass er nicht leer wird. Schon komisch, ne? Naja, ein Gerät, was er kaufen kann. Das ist ja so in dem Sinne ja ungünstig. Wir können ja nicht so zaubern, wenn er das Cosplay macht, dann wird das gar nichts. Aber der ist zu hoch. Aber da fände es einer der größten, die wir haben. Müsste gleich leer sein. Bist leer. Wie gesagt, könnte am Gelände liegen. Ungünstig. Ja, mit Strom haben wir auch Blödsinn, Anführungszeichen.
muss ich mich quälen. So. Schneidwerk, ups. Ich will eine Wand, wollte ich haben, die anderen. Da haben wir doch nicht, nichts anderes. LKW. Lassen wir abfahren. Denn wenn er hier im Stand läuft, bringt ja nichts. Hauptsache dann ist alles leer hier. Ja. Rüberfahren zum Gerstefeld. Müssen wir gleich über den LKW rüber zwitschen, damit wir das gleich in die Reihe kriegen. Raps ist, der eine ist gut voll, also LKW. Der geht 41%. So. Wir müssen jetzt im Weizenfeld fahren und da entsprechend in Anführungszeichen einmal vorbereiten, mit dass wir die Fahrzeuge da haben. So, heute noch mit der alle wieder Stellen vergessen hier. Na, macht nichts. Wenn man so neben ist, ne? Auf der inneren Sicht ein bisschen besser. So, der wäre voll.
Das ist der andere, den wollte ich nicht mehr nehmen. Der ist auch wieder zurück. Schon mal ganz vergessen gehabt. Gut, erstmal abstellen. Wo ist? Ah, die haben schon gehabt. Was am Hof? Von dir. Ah, haben wir doch. Ein bisschen Fahrzeuge. Naja, verkaufen ist gut. Irgendwo brauchen wir sie alle, ne? Wenn wir mit Kalk vielleicht befassen müssen, mit Kalk. Und Kalkschalter checken auf 60. Das geht ein bisschen besser. So, Kalkstreuer. Zumindest vorbereiten. Der ist frei. Wo haben wir einen Kalkstreuer? Der graue. Ist der groß genug? Aber da werden wir auch noch was machen müssen. Der Führungskurs. Mit Dünger. Dann ist der Anne unser Kalkstreuer. Ne, der ist es auch nicht. Puh, mal ganz kurz gucken. Gerät shoppen. Garage. Brandl, wo ist die überhaupt? Harm to be. Gut, das ist Dünger und Gift, Gift, Dünger. Ah, hier. Ist er groß genug? Nö, aber egal, das ist Kalk. Gleich auffüllen. Gibt's doch gar nicht. Und blöd festgefahren kann man auch gar nicht sein. So blöd kann man auch gar nicht fahren. So, einzige Blöde ist jetzt den Führungskurs einfahren. Das heißt, es ist nicht blöd, aber muss gemacht werden. Gerste ist wieder voll. Fangen wir erst an mit dem Kalken, haben wir gerissen, genau. Die anderen beiden sind fertig, dann können wir noch vor Führungskurs einfahren.
hab zu viele Fahrzeuge. Oder LKW. Warum hat der so eine Haltebahn eigentlich? Muss ja immer noch eine ganze sein normalerweise. Du hast täuscht. Na hier, Karl, kann ich mir Geld kosten. So, Bäume fällen einfach mal nicht kommen. Geschweige zum Pflanzen. Und wie gesagt, das macht auch keinen Sinn, wenn ich weiß, kommt meine Karte. Da ja Gebäude dazugekommen sind, beziehungsweise geändert wurden, werde ich in Neustadt der Karte nicht nochmal rumkommen. Zwangsläufig. Die Auswahl klappt gut. So. Wollen wir euch zumachen? Leute, jetzt müssen wir mal hinfahren, einen Kurs errechnen und dann müssen wir mal mit dem Traktor alleine einen Kurs einfahren zum Holen von Kalk. Wir können auch mit dem Hänger fahren. Wir müssen zwangsläufig doch einen größeren Kalkschuh kaufen. Aber nur nicht heute. So, liebe Freunde der Landschaft, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke euch fürs Reinschauen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch wiedersehen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.